Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie bescheren uns ja immer den Vorwurf, dass wir asylbezogene Debatten führen. Aber, meine Damen und Herren, das gesetzwidrige Handeln der Regierung und der sogenannten Opposition von Rot bis Gelb ist mit dafür verantwortlich, dass dieses Thema auch beim Haushalt natürlich eine Rolle spielt. Das ist doch ganz normal. Oder wollen Sie 2 Millionen Leute einfach weglassen? Die sind wohl gar nicht da bei Ihnen. Also müssen wir es mitbehandeln, meine Damen und Herren. Ich gehe mal auf den Titel 8101 ein, Förderung freiwilliger privater Pflegezusatzversicherung, damit Sie mal sehen, was für unsere eigene deutsche Bevölkerung hier gemacht wird. Sie kennen das vielleicht, 120 Euro im Jahr wird angespart, 60 gibt dann der Haushalt dazu, der Staat. Ja, und dann haben Sie 180 Euro pro Jahr angespart für eine Zusatzversicherung. Da ist der Ansatz, 51.900 Millionen sind angesetzt. Und meine Damen und Herren, wir haben aber 830.000 Verträge stehen und 75.000 sind neu dazugekommen. Wenn Sie das dividieren, kommen Sie auf 57 Euro. Wir brauchen aber 60 Euro pro Jahr, haben wir ja eben gehört. Und das bedeutet, es ist eine gewisse Unterdeckung da, Verwaltungskosten nicht mal dabei. Das nebenbei. Die Pflegebar wurde ja vorhin schon angesprochen, ist nicht attraktiv, weil die Versorgungslücke gerade in der Pflegestufe, in den Pflegegraden 1 bis 3 nicht damit gefüllt werden kann. Die Versicherungsnehmer können sogar noch benachteiligt werden, weil das Sozialamt gegebenenfalls diesen Ansparbetrag auch noch wegholt. Das wissen Sie ja genauso gut wie ich. Und jetzt will ich Ihnen das mal vorrechnen. Wenn Sie 30 Jahre lang die 180 Euro ansparen, da haben Sie 5.400 Euro. Der Heimplatz in der Pflegegrad 1 bis 3, da brauchen Sie in der Regel eine Zuzahlung von 1.700 Euro. Können Sie also mit dieser wunderbaren Ansparung 3 Monate noch mal den Zusatzbetrag leisten. Meine Damen und Herren, das ist wahrlich kein großes Geschäft für den, der da einzahlt. Da ist sogar noch der Depp dabei, der, wenn er nichts eingezahlt hat, zahlt die Sozialversicherung ja alles. Was soll er denn überhaupt da machen? Also das Ding ist total eine Luftnummer und ist Unsinn, was Sie hier gemacht haben. Es gibt natürlich eine Lösung. Sie können einige Gelder mal umschaufeln. Meine Kollegin hat ja das vorhin gesagt, Winkelmann, indem wir zum Beispiel diese 60 Millionen aus der internationalen Gesundheit dort rausnehmen, die völlig unsinnig da drin sind. Meine Damen und Herren, denn es ist nicht nachvollziehbar, dass wir immer das Ausland das Geld scheffeln und die eigene deutsche Bevölkerung kann sich mit solchen Brosamen abfinden hier. Das ist keine Sozialpolitik, die Sie machen, meine Damen und Herren. Also Fazit, dieses Programm hilft wirklich keinem. Gehen wir auf den Titel 53204. Das ist auch hochinteressant. Ebenfalls Kosten internationale Gesundheit 924.000. Zur Erläuterung Ziffer 4. Hochinteressant. Können Sie nachlesen. Ich lese mal, zitiere, zur Vorbereitung und Entwicklung inhaltlicher deutscher Vorstellung zu den Schwerpunkten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der europäischen und internationalen Gesundheit. Toller Titel. Undifferenziert, nicht nachvollziehbar. Und vor allem das Interessante ist dabei, wir zahlen wohlhabenden Staaten in Europa und in Übersee Geld. 924.000. Dabei, da ist die USA drunter, da ist Saudi-Arabien drunter, da ist Österreich drunter, da ist die Schweiz drunter, da schaffen wir Geld hin. Das ist wirklich toll. Also wirklich, man kann nur staunen, was Sie alles so auf der Pfanne haben, meine Damen und Herren. Es ist erstaunlich. Ja, wenn wenigstens dabei was rumkommen würde, dass wir da irgendwelche Impulse bekommen, unser eigenes überladenes Gesundheitssystem ein bisschen mal zu entschlacken und etwas locker zu machen, dann wäre das was. Aber danach, meine Damen und Herren, sieht es nicht aus. Der Artikel 53.105. Aspekte der Migration, sind wir schon wieder dabei. Sehen Sie mal, das ist gar nicht mal, das ist ein Laufen dabei in Migration. Und Integration im deutschen Gesundheitswesen ist eingestellt, um Fehlinanspruchnahme zu verhindern und Informationsdefizite für bessere Inanspruchnahme zu schaffen. Also wie ist das gemeint? Soll man sie anregen, dass sie mehr in Anspruch nehmen, weil sie es vergessen haben oder nicht wissen, was gemacht werden soll? Ich weiß es nicht. Interessant sind allerdings die Zahlen dabei. 2016 298.000, das klingt ja noch recht mickrig. 2017 1.143.000, das soll 5 Millionen. Also es soll 5, aber ausgegeben 1,1. Und jetzt haben wir 2018, haben wir 4,4 Millionen. Das ist sehr merkwürdig. Vor ist ja, also 17 1,1, stellen aber trotzdem 4,4 Millionen ein. Ich kann mir da nur darunter vorstellen, dass Sie diesen komischen Integrationsgipfel damit bestücken wollen, indem Ihre Migrantenorganisation wieder mehr Rechte bekommen und möglich unsere Gesetze ändern können und sollen und wollen, so wie das ja bei diesem Integrationsgipfel der Fall war, in diesem Fall dann auch noch im Gesundheitswesen.
Der absolute Knüller, meine Damen und Herren, sind natürlich auch die Berichtsanforderungen vom 9.5. war ja so eine Anhörung. Da wurden 2017 aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der mit 14,5 Milliarden bestückt wird, 1,5 Milliarden für Flüchtlinge entnommen. Und jetzt kommt es ganz interessant, einschließlich der Telematik-Infrastruktur. Können Sie nicht mal trennen, das soll verwischt werden, dass man gar nicht weiß, was hingehört. Wieso packt man einen Haushalt mit Flüchtlingen und Telematik-Infrastruktur zusammen? Kann nur der Verschleierung dienen, meine Damen und Herren. Anders kann man so einen Unsinn gar nicht formulieren. Ich will eins deutlich sagen. Und wenn Sie sich noch so aufregen, wir sind die einzige Partei, die sich für die deutschen Beitragszahler einsetzt. Da bleibt es dabei, das setzen wir durch. Sie werden sich noch umgucken. Wir werden hier noch die Mehrheit haben im Haus. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Abgeordnete Sonja Amalie Steffen.